So, meine Damen und Herren, dann eröffne ich die Sitzung nach kurzer Unterbrechung wieder und rufe auf den Zusatzpunkt Aktuelle Stunde. Die Fraktion der FDP hat eine Aktuelle Stunde verlangt zu dem Thema Scheitern der Pkw-Maut und Kosten für den Steuerzahler. Ich eröffne die Aussprache. Das Wort hat als Erster der Kollege Oliver Lukšić von der FDP. Ja, Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir haben heute nicht nur festgestellt, dass durch das Urteil des Europäischen Gerichtshofs in Sachen Messstellen weitere Fahrverbote drohen und Minister Scheuer in Sachen Fahrverboten eine dünne Bilanz hat. Auch in Sachen Pkw-Maut hat durch das Urteil des Europäischen Gerichtshofs ein klares Stoppzeichen gesetzt worden. Der Fairness halber sei hinzugesagt, er hat diese Probleme auch ein Stück weit geerbt. Es war schon Verkehrsminister Ramsauer, der in der 17. Wahlperiode das unbedingt umsetzen wollte. Die FDP hat das damals verhindert. Herr Dobrindt, der gerade reinkommt, Herr Seehofer, haben gegen die Bedenken von Frau Merkel, gegen die Bedenken der SPD das in den Koalitionsvertrag reingeschrieben. Hätte die SPD ihre Bedenken so aufrechterhalten wie damals die FDP, hätten sie sich heute viel Ärger und auch viele Kosten erspart. Herr Ramsauer, Sie haben damals das vorgeschlagen, auch wenn Sie das jetzt anders sagen. Es ist ja nachzulesen, Herr Scheuer war damals der Staatssekretär und jetzt ist ja die Verteidigungslinie klar erkennbar. Alle anderen sind schuld, außer die CSU. Aber der springende Punkt ist, dieses Projekt wurde ja mit politischer Gewalt durchgesetzt. Niemand wollte es so. Es ist ein sehr teures Projekt. Wir werden und müssen jetzt über die Kosten, die durch diese Fehlentscheidung entstehen, diskutieren müssen. Und da müssen wir als Erstes feststellen, dass Minister Scheuer diese Entscheidung selber zu verantworten hat. Denn er hat im Jahr 2018, und darum ging es ja heute auch im Ausschuss, selber die Entscheidung getroffen, Kapsch und Eventim den Auftrag zu geben. Er hat im Dezember unterschrieben, obwohl er davor gewarnt wurde. Er wurde davor ausdrücklich gewarnt. Ich verstehe das ja, dass Sie noch auf Ihren Koalitionspartner vielleicht nicht hören. Herr Barthol hat in einem Zeitungsartikel klar geschrieben, er warnt davor, das zu vergeben, bevor der Europäische Gerichtshof entschieden hat. Aber es war nicht nur die SPD-Bundestagsfraktion, die FDP, die in den Haushaltsberatungen immer wieder vor diesem Risiko gewarnt hat. Es waren auch Sie, Herr Dobrindt, das ist nachzulesen in der Süddeutschen Zeitung, der klar gesagt hat, man müsse aus Respekt vor dem Europäischen Gerichtshof die Entscheidung, alle Instanzen abwarten aus Brüssel. Hätten Sie sich an das gehalten, was Ihr eigener Vorgänger gesagt hätte, hätten Sie sich sehr viel Ärger erspart, Herr Scheuer. Und in der Vorbereitung der heutigen Sitzung habe ich noch mal nachgelesen, was der Wissenschaftliche Dienst zweimal aufgeschrieben hat. Zweimal wurde klar aufgeschrieben, dass eine Ausländermaut, ein Projekt aus dem Bayerischen Bierzelt, Sie haben ja selber die Begründung geliefert für den Europäischen Gerichtshof, weil Sie gesagt haben, nur die Ausländer sollen zahlen. Und da weiß jeder, das kann nicht gehen. Der Wissenschaftliche Dienst hat zweimal klar aufgeschrieben, das geht so nicht. Und was war Ihre Reaktion? Jetzt ist es ja noch verständlich, dass Sie sagen, Sie sehen das anders. Aber lesen Sie mal nach. Sie haben damals, das ist ein absolutes Unding, Sie haben gefordert, den zuständigen Mitarbeiter der Bundestagsverwaltung zu entlassen aus Ihrem Dienst. Deswegen frage ich Sie, stehen Sie weiterhin dazu, diesen Mitarbeiter zu entlassen? Haben Sie sich damals geirrt? Entschuldigen Sie sich bei diesem Mitarbeiter und zählen diese Maßstäbe, die Sie bei anderen anlegen, bei sich selber. Die Kosten, die durch diese massive Fehleinschätzung entstehen, werden groß sein. In der freien Wirtschaft müsste man dafür seine Konsequenzen ziehen. Sie weigern sich, alle anderen sind schuld, und wir werden jetzt das weiter aufarbeiten müssen, weil Sie dazu nicht alle Fragen beantworten, was da genau entsteht. Sie haben heute vorgerechnet, 50 Millionen Euro seien ausgegeben. Allein für das Haushaltsjahr 2019 sind 89 Millionen eingestellt, die noch nicht abgeflossen sind. Also die 100-Millionen-Euro-Grenze wird gerissen werden. Hinzu kommt die Einnahmeausfälle, die Sie selber eingeplant haben, und vor allem die potenziellen Strafzahlungen. Der Spiegel redet von 300 Millionen Euro, das Handelsblatt von 500 Millionen Euro. Und das haben Sie zu verantworten, weil Sie ohne Not frühzeitig die Aufträge vergeben haben. Dafür müssen Sie politisch gerade stehen. Und es ist natürlich ein Irrwitz der Geschichte, dass Sie am Tag
des Urteils die Verträge kündigen und dann Tage später jetzt Sachen nachliefern und schwere Vorwürfe erheben gegen die Betreiber. Das ist natürlich eine weitere Ablenkungsstrategie, die falsch ist. Das wird teuer sein für den deutschen Steuerzahler. Deswegen hören Sie auf zu vertuschen. Sagen Sie klar, wo es lang geht. Übernehmen Sie auch politische Verantwortung. Sonst wird es nicht nur zu einem U-Ausschuss kommen. Am Schluss werden Sie auch dafür die Verantwortung haben. Der CDU-CSU. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich bin froh, dass Andreas Scheuer Verkehrsminister ist. Warum? Er macht seinen Job. Und sein Job ist es, Gesetze, die der Deutsche Bundestag beschlossen, die der Bundesrat beschlossen hat, die der Bundespräsident unterzeichnet hat, und für die, und das geht hier leider ein bisschen unter, weil es Ihnen nicht passt, für die die Europäische Kommission nach intensiven Verhandlungen zu genau diesem Thema grünes Licht erteilt hat, meine sehr geehrten Damen und Herren. Was als tätig zu werden soll ein verantwortungsbewusster Verkehrsminister tun? Danke, Andi Scheuer, es war genau das Richtige und es gab keine Alternative dazu, im letzten Jahr auszuschreiben und zu vergeben. Das ist der erste Punkt. Und meine lieben Kollegen, denken Sie sich mal umgekehrt. Die Europäische Kommission gibt grünes Licht für ein deutsches Vorhaben. Die Europäische Kommission wird künftig noch öfter grünes Licht für deutsche Vorhaben geben. Ist dann der Umkehrschluss, wenn Sie recht haben, dass wir künftig alles, was die Europäische Kommission freigibt, anzweifeln sollen? Nein, so kann es natürlich nicht gehen. Und deswegen war es richtig, das Verfahren einzuleiten und auch zu vergeben. Und der zweite Punkt, weshalb es richtig war, liegt doch auf der Hand. Die gleichen, die heute die Krokodilstränen, die Scheinheiligen, weinen um die entgangenen Mauteinnahmen, würden heute hier stehen bei einem positiven Urteil und bei Nichttätigwerden des zuständigen Ministers und darüber heulen, dass uns jetzt Einnahmen entgehen. Meine lieben Freunde, ich kann Ihnen nur sagen, scheinheilig bis zum Ende, und deswegen kann ich nichts davon ernst nehmen, was Sie heute von sich geben. So, jetzt haben wir uns dieses Urteil bedauerlicherweise eingefangen, für das es keinerlei Signale gab, dass es so ausgehen würde. Wir haben ein Plädoyer des Generalanwalts, das Sie heute auch freundlich unter den Tisch fallen lassen haben, der deutlich gesagt hat, alles, was die Bundesregierung vorgelegt hat im Hinblick auf das Infrastrukturabgabegesetz, ist europarechtskonform. Und er empfiehlt dem EuGH, genau diesem Gesetz so zuzustimmen. Und ab diesem Zeitpunkt spätestens gab es zu keinem Moment mehr Zweifel für uns, dass wir richtig liegen und dass wir dieses Gesetz auch umsetzen müssen für die deutsche Infrastruktur und für die Beteiligung aller an dieser deutschen Infrastruktur. So, jetzt ist es leider nicht so gekommen. Das ist absolut bedauerlich. Richtig. Aber auch da, muss ich sagen, bin ich froh, dass Andi Scheuer Verkehrsminister ist, denn er hat blitzsauber reagiert. Er hat binnen 1,5 Stunden eine Taskforce gegründet, die sich mit der Aufarbeitung der Folgen des Urteils befasst. Ich möchte mal einen von Ihnen sehen, der nach einem so schwierigen Urteil so sauber, transparent reagiert. Das hätte niemand von Ihnen in der Form so zustande gebracht. Großes Lob von unserer Seite. Die Taskforce arbeitet täglich daran, die Öffentlichkeit zu informieren und auch Sie zu informieren. So, jetzt höre ich mir heute im Ausschuss an, das reicht alles nicht. Wir sollen es bitte an das schwarze Brett des Bundestages hängen, was da an Vertragsabschlüssen und möglichst noch sämtlichen Mailverkehr zustande gekommen ist. Wissen Sie was? Wenn Sie nicht wollen, dass der Bund vertragsbrüchig wird, dass er sich Schadensersatzansprüchen aussetzt, dann unterlassen Sie bitte künftig diese Forderungen. Was der Minister gemacht hat, ist das einzig Richtige. Er stellt die Verträge zur Verfügung in der Geheimschutzstelle. Da können Sie jetzt alle hingehen. Viele waren schon dort. Sie können sich selber einen Eindruck verschaffen. Jetzt höre ich das wehklagen. Ja, aber da kann ich mit niemandem drüber reden. Ja, wir sind ja auch kein Gesprächspreis und keine Selbsthilfegruppe. Wir sind das deutsche Parlament. Und da erwarte ich von einem Abgeordneten, dass er auch mit sich selber klarkommt, mit den Inhalten, die er hier zur Kenntnis nehmen kann. Und deswegen sage ich noch mal, wir hatten grünes Licht nicht nur aus dem Bundestag, sondern vor allem und ganz entscheidend von der Europäischen Kommission, die uns gesagt hat, es ist okay, was sie tun. Wir hatten grünes Licht vom Generalanwalt. Deswegen gab es zu keinem Zeitpunkt für mich einen Zweifel daran, dass das, was der Bundesminister tut, richtig ist. Und jetzt gehen wir mit den Folgen dieses Urteils selbstverständlich, transparent, offen und richtigerweise damit um. Wir werden in den nächsten Tagen sehen, ob überhaupt Schadensersatzansprüche geltend gemacht werden. Die bis dahin angefallenen Kosten sind Ihnen transparent gemacht worden. Und deswegen sage ich Ihnen ganz ehrlich, gibt für mich keinerlei Grund,
irgendwie Kritik am Minister zu ihm, er hat das Richtige getan, er hat dem Bundestag gefolgt und so gehört sich das für einen Minister. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank. Als nächster spricht für die Fraktion der AfD der Kollege Leif Erik Horn. Liebe Bürger, Herr Präsident, meine Damen und Herren, dieses Scheitern der Maut ist eigentlich nur ein Beispiel der vielen Desaster, die diese Bundesregierung zu verantworten hat. Die teure Energiewende, sie sind auf ganzer Linie gescheitert. 1 Million Autos, E-Autos wollten sie auf den Straßen haben bis 2020. Nichts als heiße Luft, weil kein Mensch seine Kaufentscheidung nach ideologischen Kriterien ausrichtet. Das flächendeckende schnelle Internet, auf das warten wir seit Jahren. Und der BER wird vom Jahrhundert eher zum Jahrtausendprojekt. Und jetzt also das Großprojekt Pkw-Maut, das Sie in den Sand gesetzt haben. Was kann diese Bundesregierung überhaupt? Regieren jedenfalls ist schon mal nicht ihre Stärke. Und die Geschichte der Maut ist ja von Anfang an bemerkenswert. Wenn man sich Frau Merkel noch wieder vor Ohren führt, 2013 im Wahlkampf, mit mir wird es keine Pkw-Maut geben. Hätte ich mich nicht gewundert, wenn sie sich heute hier hingestellt hätte und gesagt hätte, ich habe das Versprechen gehalten. Im Grunde kann die Bundesregierung dem EuGH aber geradezu dankbar sein, denn die Maut wäre wohl auch finanziell ein echter Schuss in den Ofen gewesen. Laut ADAC hätten künftig bis zu 200 Millionen Euro Verluste pro Jahr gedroht. Nun aber werden die Entschädigungszahlungen fällig und das ist natürlich das Verdienst dieses Verkehrsministers, das muss man klar benennen. Manche sprechen von dreistelligen Millionenbeträgen. Das alles hätten Sie aber vermeiden können, wenn Sie zum Beispiel auf den Wissenschaftlichen Dienst des Bundestages gehört hätten. Er hat doch die Warnhinweise klar gegeben, mehrfach, dass diese Maut in dieser Konstruktion eben nicht gerichtsfest sein könnte. Die Lösung wäre eigentlich aus meiner Sicht eine ganz einfache gewesen. Hätten Sie die Kfz-Steuer einfach komplett abgeschafft, dann wären Sie damit vollends auf der sicheren Seite gewesen. Der EuGH hätte Ihnen nicht mehr dazwischen funken können und Sie hätten die Bürger sogar mal ein wenig entlasten können. Aber diese Regierung will oder kann das einfach nicht. Sie haben diese Chance vertan und stehen nun zu Recht da wie die begossenen Pudel. Zusammengefasst, Sie haben es in jeder Hinsicht vergeigt. Aus der Schnapsidee der CSU ist eine teure Schnapsidee zulasten der Steuerzahler geworden. Zumal ja jeder Autofahrer schon jetzt reichlich blecht, und zwar an der Zapfsäule. Jeder, der tankt, zahlt bereits einen Riesenbatzen an Steuern auf den Sprit, und zwar verbrauchs- und kilometerabhängig. Wir haben also bereits so etwas wie eine Maut, und das reicht dann eigentlich auch. Wir bräuchten nur eine einzige Änderung. Die fast 60 Milliarden Euro, die Auto- und Lkw-Fahrer jährlich bezahlen, die müssten eben auch in den Erhalt und Ausbau unserer Verkehrswege investiert werden. Die Koalition aber verteilt diese enorme Summe überall hin, aber eben kaum in die Verkehrsinfrastruktur. Da kommen gerade mal mickrige 15% an. Wir tanken also im Wesentlichen eben nicht für gute Autobahnen, sondern für die Gießkannenpolitik dieser Regierung. Und das halten wir für eine ziemlich schlechte Idee. Dabei bin ich mir ziemlich sicher, dass die Autofahrer tatsächlich bereit sind, für gut ausgebaute Straßen zu bezahlen. Aber eines ist eben auch klar, sie wollen nicht die Trottel der Nationen sein, die sich ausnehmen lassen wie eine Weihnachtsgans. Aber manche lassen auch jetzt offensichtlich nicht locker nach der Gerichtsentscheidung. In der CSU gibt es ja offensichtlich Versuche, das Projekt mit einem durchschaubaren Trick zu retten. Geht ja im Zeitalter der Klimahysterie perfekt. Da wird mal eben die Klimamaut erfunden, in der Hoffnung, dass die Deutschen unter diesem Label dann schon alles akzeptieren werden. Nein, die Bürger wollen auch keine Klimamaut. Sie zahlen schon jetzt mehr als genug. Meine Damen und Herren, die AfD sagt es von Anfang an, Deutschland braucht keine Pkw-Maut. Schließen Sie sich dem endlich an und schicken Sie diese fixe Idee bitte endgültig in die ewigen Jagdgründe. Dankeschön. Vielen Dank. Nächste Rednerin ist für die Fraktion der SPD die Kollegin Kirsten Lühmann. Sehr geehrter Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, mit mir wird es keine Pkw-Maut geben. Diese Aussage der Kanzlerin im Wahlkampf ist jetzt Realität geworden. Ich gebe zu, mit einem kleinen Umweg. Ja. Die SPD hat im Koalitionsvertrag dieser Pkw-Maut zugestimmt.
Sie alle haben schon mal Koalitionsverträge abgeschlossen. Die CSU wollte gerne die Pkw-Maut, die SPD wollte unter anderem den Mindestlohn. Beides stand drin. Der Mindestlohn ist Gesetz. Er wurde mehrfach angehoben. 4 Millionen Menschen haben davon profitiert. Er wird weiter angepasst. Er ist ein Erfolgsmodell. Die Pkw-Maut hatten wir im Koalitionsvertrag mit mehreren Bedingungen versehen. Die erste Bedingung, Herr Dobrindt, haben Sie mit Ihrem Gesetzentwurf damals erfüllt. Kein in Deutschland zugelassener Pkw sollte mehr belastet werden. Es gab sogar einige, die dann weniger belastet worden wären. Also insofern alles gut. Die zweite Bedingung war, es sollte nennenswerte Mehreinnahmen geben. Viele hier im Haus waren bei der entsprechenden Fachanhörung dabei, wo uns die Experten dargelegt haben, dass das mit den 500 Millionen zusätzlichen Einnahmen wohl etwas schwierig wird. Fakt ist aber, dass wir in der Mittelfristplanung unseres Bundeshaushaltes 360 bis 380 Millionen Euro eingestellt haben, die jetzt sicher nicht kommen können. Vorher haben wir das nur erwartet. Aber ich bin dem Minister Scheuer dankbar, dass er heute Morgen im Ausschuss klargestellt hat, dass dieses zusätzliche Geld für die Straße verplant war und dass es auch dort bei den Projekten gestreckt werden muss. Das heißt, es wird keine Kürzung in dem für uns so wichtigen Schienenpakt geben. Herzlichen Dank dafür. Die letzte Bedingung war, die Maut muss europarechtskonform sein. Und da sage ich ganz deutlich, wir haben das in den Abschlussdebatten hier diskutiert. Die einen haben gesagt, es ist europarechtskonform. Wir waren eher der Meinung, das ist schwierig. Aber ehrlich, wir können das nicht entscheiden. Das kann nur einer entscheiden, nämlich der EuGH. Und er hat es jetzt entschieden. Das Ganze war nicht europarechtskonform. Und darum wird es auch nicht kommen. Jetzt war hier die Frage aufgeworfen worden, wenn wir so ein Gesetz Pkw-Maut machen, muss es denn nicht vorbereitet werden, auch wenn eine Klage kommt? Dazu sagen wir ganz klar ja. Wir haben nämlich dem Haushalt zugestimmt. Wir finden es richtig, dass Personal eingestellt wurde, dass Sie das vorbereitet haben, dass eine europaweite Ausschreibung gemacht wurde. Nur dann kam die Klage. Und dann kam der Moment, wo überlegt werden musste, die ausgehandelten Verträge, werden sie unterschrieben, trotz des Risikos? Wir haben immerhin unabhängige Gerichtsbarkeit, das finde ich ganz wichtig. Insofern kann eine Kommission, kann ein Generalanwalt und wer auch immer was erzählen, die Richter und Richterinnen sind unabhängig. Also es kam die Frage, unterschreiben wir diesen Vertrag, unterschreiben wir ihn nicht? Und da gab es viele, unter anderem die SPD, auch mit Sören Barthol, öffentlich in der Presse, aber auch in persönlichen Gesprächen, die gesagt haben, das Risiko ist zu groß. Der Minister hat gesagt, das Risiko gehe ich ein. Und ich muss ganz deutlich sagen, niemand, Herr Scheuer, hätte Sie hier kritisiert, wenn Sie dargelegt hätten, das Risiko ist zu groß. Und nach Entscheidung des EuGH unterschreibe ich oder unterschreibe eben nicht. Und das ist das, was wir nicht verstehen und was, denke ich, auch noch erläutert werden sollte. Aber auf der anderen Seite muss man deutlich sagen, wir haben von Ihnen heute Morgen Dinge gehört, die wir sehr gerne gehört haben. Und das war, dass das zusätzliche Personal, das wir eingestellt haben, in unseren Behörden verbleiben wird. Und das halten wir auch für dringend notwendig. Wenn wir hier in den Haushaltsberatungen sind, stellen wir immer wieder fest, dass bei den relevanten Behörden, Bundesamt für Güterverkehr, bei dem Ministerium selbst oder auch beim Kraftfahrtbundesamt, Fachleute fehlen. Wir haben jetzt motivierte Fachleute eingestellt und Sie haben uns zugesagt, dass alle diese Leute bleiben werden und für eine vernünftige Verkehrspolitik in diesem Land arbeiten werden. Herzlichen Dank dafür. Es wurde heute Morgen im Ausschuss auch gefragt, wie geht es denn jetzt weiter? Auch die Journalisten haben das gefragt. Ich denke, das hat etwas Zeit. Sie haben deutlich gesagt, die Pkw-Maut in Deutschland ist tot. Aber wir haben seit einigen Jahren eine Debatte in Europa. Bis jetzt haben wir uns an dieser Debatte nicht beteiligt, weil wir gesagt haben, wir haben eine eigene Maut. Wenn wir die behalten dürfen, ist uns alles andere egal. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich glaube, es ist zwingend erforderlich, dass wir uns jetzt in diese Debatte einbringen, dass wir europarechtlich unsere Interessen vertreten im Sinne einer modernen Verkehrspolitik in unserem Land. Herzlichen Dank.
Vielen Dank. Nächster Redner ist für die Fraktion Die Linke der Kollege Viktor Perl. Vielen Dank, Herr Präsident, meine Damen und Herren. Verkehrsminister Scheuer hat heute den ganzen Tag versucht, das Debakel bei der Pkw-Maut zu erklären. Es ist ihm nicht gelungen. Das CSU-Prestigeprojekt geht als Totalflop in die Geschichte ein. Ein schludriger Umgang mit Steuergeld, der jetzt zu einem mit Sicherheit mehrere Millionen, 100 Millionen Euro schweren Schaden führen wird. Und überall im Land fragen sich jetzt die Leute, wie kann ein Verkehrsminister einen milliardenschweren Betreibervertrag unterschreiben, während das entscheidende Gerichtsverfahren noch läuft? Wie kommt man darauf, Leistungen für 2,1 Milliarden Euro zu bestellen, bevor man weiß, ob man das überhaupt darf? Wir erinnern uns. Es ist seit Jahren bekannt, dass die als Stammtischparole der CSU entwickelte Pkw-Maut für Ausländer politisch und rechtlich hoch umstritten ist. Die CSU wollte unbedingt ein Gesetz, mit dem unterm Strich nur Nichtdeutsche auf den Autobahnen zur Kasse gebeten werden sollten. CDU und SPD haben das mitgetragen. Unzählige Studien und Rechtsgutachten haben vor dieser Maut gewarnt, weil im EU-Recht solche Diskriminierungen aufgrund von Staatsangehörigkeit nicht zulässig sind. Es war lange bekannt, dass der Europäische Gerichtshof in diesem Jahr ein Urteil sprechen wird. Trotzdem hat der Verkehrsminister vor einem halben Jahr einen milliardenschweren Betreibervertrag abgeschlossen. Herr Scheuer, warum haben Sie nicht noch diese 6 Monate abgewartet? Was ist das für eine Arroganz gegenüber einem rechtsstaatlichen Verfahren? Jetzt ist das EuGH-Urteil zum Totalschaden für die CSU, für den Verkehrsminister Scheuer und leider auch für die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler geworden. Mehr als 53 Millionen Euro sind bereits ausgegeben worden. Tendenz steigend. Die beauftragten Firmen pochen jetzt auf Schutzbestimmungen. Es drohen laut Handelsblatt über 500 Millionen Euro Schadensersatz. Dazu kommen dann noch hohe Anwalts- und Gerichtskosten. In der Haushaltsplanung der Großen Koalition klafft jetzt ein Milliardenloch für die nächsten Jahre. Und das alles nur, weil Sie ein paar Monate Zeit sparen wollten. Es ist doch absurd. Wo gibt es denn sowas, Herr Scheuer? Keine Privatperson und kein Unternehmen käme doch auf die Idee, ein Haus bauen zu wollen und schon mal die Baufirma zu beantragen, loszulegen, obwohl noch gar nicht die Baugenehmigung erteilt worden ist. Genau das haben Sie hier aber gemacht. Sie haben hier das Feld des Bären verteilt, bevor er erlegt worden ist. Und das Sprichwort sagt, dass man das nicht tun sollte. Und die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler haben ein Recht darauf, dass mit ihrem Geld kein Roulette gespielt wird. Aber das ist hier passiert. Verkehrsminister Scheuer ist mit großem Risiko auf Schwarz gegangen, auf Erfolg vor Gericht. Aber das EuGH hat anders entschieden. Die Kugel ist auf Rot gefallen. Viel Risiko, hoher Schaden, und das kann so nicht stehen bleiben, Herr Minister. Es ist sehr, sehr ärgerlich, und wir haben heute lange darauf gewartet, dass Sie sich nicht zu Ihrer Verantwortung bekennen, nicht dem Fehler eines zu frühen Vertragsabschlusses eingestehen. Schuld sind die anderen, so sagen Sie. Und Sie setzen auf einen langen und teuren Rechtsstreit wie bei der Lkw-Maut. Das Kalkül ist offensichtlich. Da wird jahrelang verhandelt. Und dann ist ein anderer Minister im Amt, eine andere Koalition. Die Hiobsbotschaften von teuren Kosten müssen dann andere verkünden. Aber auch mit dieser Strategie, Herr Scheuer, gehen Sie in die Geschichte ein als Verkehrsminister, der viel zu viel Auftragsbücher von Anwälten, von Beratern, von Schiedsgerichten füllt, aber viel zu wenig die Auftragsbücher von Bahn-, Bus- und Schienenbauern. Und sagen Sie nicht, dass Sie nicht gewarnt worden sind. Viele haben gewarnt. Vor knapp 2 Jahren hat der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages noch einmal deutlich darauf hingewiesen, dass dieses Mautvorhaben gegen geltendes Gesetz verstoßen, gegen geltendes Recht verstoßen wird und so nicht durchkommen wird. Damals, vor 2 Jahren, Herr Scheuer war noch CSU-Generalsekretär, hat er darauf geantwortet, ich zitiere, bei so viel fachlicher Ignoranz muss man die Frage nach dem Sinn des Wissenschaftlichen Dienstes stellen. Unglaublich. Das ist Hochmut. Und Hochmut kommt bekanntlich vor dem Fall. Ich möchte an dieser Stelle ausdrücklich den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Wissenschaftlichen Dienstes danken für ihre Arbeit. Es ist sehr wichtig für uns, für die Öffentlichkeit, und Sie haben hier Recht behalten. Und dieses Zitat, Herr Scheuer,
von Ihnen fällt jetzt auf Sie selbst zurück. Bei so viel fachlicher Ignoranz muss man die Frage stellen nach Ihrer Eignung als Verkehrsminister. Es sind schon Minister wegen weniger Versagen zurückgetreten. Deshalb unsere klare Botschaft: Übernehmen Sie die Verantwortung, treten Sie zurück. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Als nächster spricht zu uns der Kollege Oliver Kriescher für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich glaube, es ist hier notwendig, an der Stelle noch einmal klarzustellen, welchem Zweck diese Pkw-Maut diente. Es war der alleinige Zweck, Ausländerinnen und Ausländer auf unseren Straßen zu diskriminieren. Es war die in Gesetz gegossene Stammtischparole, wo Union, CDU und SPD sich haben in Geiselhaft nehmen lassen, das hier zweimal beschlossen haben. Und am Ende möchte ich hier mal klar sagen, ich danke den Richterinnen und Richtern beim EuGH, dass sie diesen Unsinn gestoppt haben, dass sie Europa vor diesem Quatsch geschützt haben, dass diese Maut jetzt endgültig auf dem Müllhaufen der Geschichte unsinniger CSU-Projekte gelandet ist. Und das ist gut so, meine Damen und Herren. Aber das muss man leider auch sagen, die Skandalmaut ist zwar jetzt erledigt, aber der Skandal geht weiter und heißt Andi Scheuer. Denn die Maut als Mumie jetzt, die reißt noch Löcher in den Verkehrsetat. Und das ist die Verantwortung allein dieses Ministers. Das muss man an der Stelle einfach mal klar sagen. Es geht nämlich darum, dass Herr Scheuer so miese Verträge gemacht hat, dass bei einem negativen Urteil des Europäischen Gerichtshofs dem Unternehmen, dem Betreiber, dem Vertragsnehmer den Bruttounternehmenswert als Entschädigung erstattet werden soll. So, wir lesen jetzt in der Presse, dass das mindestens 500 Millionen Euro sein können. Andere sprechen von noch größeren Zahlen. Der Vertrag hat einen Wert, sagt der Minister selber, von 2 Milliarden. Ich frage hier mal ehrlich und ich frage Sie, Herr Scheuer, wie kann man eigentlich so verrückt sein, einen solchen Vertrag abzuschließen mit einer solchen Entschädigung, wo man weiß, das EuGH-Urteil steht noch aus? Das ist doch Wahnsinn! Und um das mal hier klar zu sagen, es hat in Deutschland schon eine Reihe von Ministerrücktritten gegeben. Aber viele von denen waren aus wesentlich geringerem Anlass als über das, was wir jetzt hier reden. Und Herr Scheuer, da sollten Sie in einer ruhigen Stunde vielleicht mal drüber nachdenken. Aber was wir jetzt erleben, auch heute im Ausschuss, ist, für den frühzeitigen Vertragsabschluss ist der Minister nicht verantwortlich. Nein, es ist der Bundestag, der dafür verantwortlich ist, weil der ja das beschlossen haben soll. Herr Scheuer, wenn das so wäre, wieso haben Sie den Bundestag dann über das Risiko und über das, was Sie an Verträgen abschließen, trotz Nachfragen, Frau Lühmann hat es eben gesagt, trotz sogar Kritik vom Koalitionspartner, wieso haben Sie das nicht benannt? Das wäre dann Ihre verdammte Verpflichtung an der Stelle gewesen. Und was man in der CSU gut kann, das kennen wir schon von den Amtsvorgängern, insbesondere Herrn Dobrindt, wenn es dann schwierig wird, da werden Nebelkerzen gezündet. Und Herr Scheuer erfindet jetzt Tag für Tag neue Gründe, warum der Vertrag eigentlich nichtig ist. Und heute Morgen im Ausschuss hat er uns erklärt, man glaubt das kaum, am 17.06., ein Tag vor dem Urteil des EuGH, ist ein Brief des Betreiberkonsortiums ins Ministerium geflattert. Und da steht drin, das Vertrauen ist zerstört und man habe sowieso überlegt, den Vertrag zu kündigen. Meine Damen und Herren, wer glaubt denn ernsthaft solche Geschichten, dass am Tag vom EuGH-Urteil man im Ministerium plötzlich, nachdem vorher nie jemand etwas davon gehört hat, erkennt, dass man den Vertrag kündigen will? Es geht einzig und allein drum, dass Herr Scheuer von seiner eigenen Verantwortung an der Stelle ablenken will. Und da werden wir jetzt, das werden wir in den nächsten Tagen erleben, immer weitere Nebelkerzen gezündet werden, um zu verhindern, dass deutlich wird, wer in Wahrheit dafür verantwortlich ist. 50 Millionen Euro sind schon versenkt. Die sind schon weg. Wahrscheinlich sogar, wenn man alles zusammenrechnet, noch deutlich mehr. Wir reden am Ende hier über
etwas, was im höheren dreistelligen Millionenbereich, wenn nicht gar im Milliardenbereich stehen wird. Ich bin gespannt, wenn die Forderung des Betreiberkonsortiums auf dem Tisch liegt. Und da werden Ihnen Ihre Nebelkerzen an der Stelle auch nicht mehr nützen. Herr Scheuer, dann werden Sie die politische Verantwortung übernehmen müssen. Und ich sage Ihnen, eines werden wir nicht mitmachen. Jetzt sind wir in der letzten Sitzungswoche kurz vor der Sommerpause und da kennen wir das Spielchen. Ja, wird jetzt ein bisschen Nebel erzeugt und man lässt da vielleicht Gras drüber wachsen, dass dann irgendwann im September, dann, wenn das politische Berlin hier wieder zusammentritt, dass dann Gras über die Sache gewachsen ist. Herr Scheuer, ich kann Ihnen hier ankündigen, das wird eine lustige sitzungsfreie Zeit mit diesem Thema. Wir werden da nicht dran locker lassen, sondern wir werden Sie nicht aus der Verantwortung lassen. Stehen Sie endlich zu Ihrer Verantwortung, schieben Sie es nicht auf andere, seien Sie einmal nicht der kleine Andi im Sandkasten, sondern ein Minister, der Verantwortung dafür trägt, was er tut. Und das will ich jetzt gleich von Ihnen hier hören. Ich danke Ihnen. Vielen Dank. Nächster Redner ist der Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer. Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, mir war das sehr klar, welche Begriffe denn hier verwendet werden von einigen aus der Opposition. Skandal, Murks, Vertuschung, Rücktritt, Nebelkerzen etc. etc. Das wundert mich überhaupt nicht, Herr Kollege. Nur Debakel habe ich noch vergessen, genau. Nur ganz bemerkenswert ist, Herr Kollege Griescher, wenn Sie Ihre Schadenfreude auch noch verbinden mit einem Dank für den EuGH, dass Sie so entschieden haben, dann ist es schon sehr bemerkenswert, weil dieses Urteil nämlich Deutschland wirklich viel Geld kostet. Und Herr Griescher, wenn Sie das so sehen, wie viele Einnahmen uns damit abhanden kommen, das ist schon eine bemerkenswerte Situation Ihrerseits. Liebe Kolleginnen und Kollegen, keiner will hier Nebelkerzen zünden. Ich habe seit dem Urteil völlige Transparenz hergestellt und Informationen gegeben. Wir haben heute 4 Stunden in den Ausschüssen Verkehr und Haushalt debattiert. Ich bin auf alle Fragen eingegangen. Wenn weitere Fragen und Anliegen der Abgeordneten kommen, dann werden wir die beantworten und erfüllen. Wir haben im Vorfeld der Ausschusssitzungen einen umfassenden Bericht ans Parlament gegeben. Wir haben nach intensiver juristischer Prüfung die Erfüllung der Auskunftsersuchen der Abgeordneten durch die Offenlegung der Verträge in der Geheimschutzstelle ungeschwärzt und vollständig gemacht. Das ist der erste Punkt. Zweiter Punkt ist, wir haben seit 2014 umfassende Debatten und Zustimmungen im demokratischen Prozess für ein Projekt, das die Mehrheit in diesen Gremien beschlossen hat. Wir haben allein 8 große Debatten zu dem Thema Infrastrukturabgabe gehabt. Wir haben einen klaren Auftrag durch die Beschlussfassung der Bundesregierung, des Bundestags, des Bundesrats, mit der Unterschrift des Bundespräsidenten, mit dem grünen Licht der EU-Kommission für dieses Projekt. Und da waren alle Ministerien beteiligt, weil immer wieder gesagt wird, Rechtsgutachten und rechtliche Beurteilung. Das Bundesjustizministerium hat seine Stellungnahme abgegeben und grünes Licht gegeben. Der Bundespräsident hat dieses Gesetz unterschrieben. Und, Herr Kollege Griescher, beim Thema Bundesrat waren alle Farben, auch Ihre Partei, mit beteiligt, um keinen Widerspruch zu diesem Projekt zu machen. Alle Parteien, Herr Kollege Griescher. Und das heißt drittens sofortiges Handeln nach dem Urteil. Um 9.30 Uhr war das Urteil gefällt. Ich habe sofort um 10 Uhr eine Taskforce einberufen. Wir haben intensiv das Urteil ausgewertet und haben noch am selben Tag alle Themen gestoppt, was das Thema Einstellungen betrifft, was das Thema Einrichtung der Infrastrukturabgabe betrifft. Und wir haben
veranlasst, die zwei Verträge, die schon vergeben sind, sofort zu kündigen. Das heißt, das EuGH-Urteil bedeutet natürlich, dass es finanzpolitische Auswirkungen hat. Natürlich haben wir in der Finanzlinie Einnahmeausfälle zu beklagen von rund 1 Milliarde Euro. Und diese Einnahmen sind vorher in den Haushaltsjahren durch den Haushaltsgesetzgeber mit verplant in der Finanzplanung der nächsten Jahre. Deswegen war es selbstverständlich, dass sich die Entscheidungen im demokratischen Prozess mit Mehrheit hier im Deutschen Bundestag als Minister, als Exekutive respektieren muss, nachdem wir 2017 diese Beschlussfassung hatten und dazwischen eine Bundestagswahl und eine längere Suche nach einer Koalition und Einsetzung der Bundesregierung, haben wir natürlich sofort agieren müssen, weil der Haushalt uns die Freigabe gegeben hat, dass wir diese Verträge auch vergeben und schließen. Das war der Hintergrund. Und Sie fordern immer wieder Gutachten ein. Zum einen sagen Sie, es war zu teuer, was wir jetzt schon ausgegeben haben. Ihnen ist aber die Gutachterei nicht viel genug, sondern es sollen weitere Gutachten gemacht werden. Und ich sage Ihnen, im ganzen Prozess, eng geschrieben, haben wir Gutachten und Stellungnahmen en masse, sowohl pro als auch contra. Ich stelle die zur Verfügung, Herr Grischer, das habe ich schon mit dem Kollegen Kindler so vereinbart. Ich habe den Entwurf schon fertig. Wir stellen komplette Transparenz her. Und ich sage Ihnen, diese Gutachten haben dazu geführt, wenn Sie immer den wissenschaftlichen Dienst ansprechen, dieses Ergebnis war im Februar 2017. Danach hat der Deutsche Bundestag mit Mehrheit hier die Infrastrukturabgabe rechtlich ordentlich eingestuft und die Freigabe dazu erteilt. Und wir haben schon Vorsorge bei den Verträgen gemacht, nämlich verschiedene Kündigungsgründe aufgeführt, die diesem Prozess beim EuGH Rechnung tragen. Wir haben die Offenlegung geeinigt, sodass die Abgeordneten Einsicht in die Verträge bekommen können. Wir haben ein geändertes Schiedsverfahren gemacht, nämlich das schneller geht, schneller zum Ergebnis führt. Und jetzt sage ich Ihnen zum Thema Risiko. Wäre dieses Urteil genau andersrum ausgegangen, nämlich Bestätigung für die Infrastrukturabgabe, und der zuständige Minister hätte nichts gemacht, dann wären Milliardenausfälle zu beklagen, und das würden Sie genauso kritisieren und meinen Rücktritt fordern. Und es ist schon bemerkenswert, dass Sie ständig mit Entschädigungszahlungen aus den Medien zitieren. Wir haben vom Auftragnehmer noch keine Forderung auf dem Tisch liegen. Sie zitieren Medienberichterstattung. Wie seriös ist denn das? Sie täuschen die Öffentlichkeit mit Zahlen, die hochspekulativ sind, die keiner bestätigen kann. Und als verantwortungsvoller Mandatsträger müssten Sie das Interesse haben, dass genau in diesem Streit aus den Kündigungsgründen heraus die Entschädigungszahlungen eben in der Diskussion gehalten werden und möglichst gering gehalten werden für den Bund. Und meine verehrten Kolleginnen und Kollegen, wir haben in allem, auch in der Vergabe, interne und externe rechtliche Prüfungen gemacht, ob wir vergeben sollten 2018. Wir haben Risikomanagement gemacht. Wir haben Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen gemacht, die ich im Internet veröffentlichen werde morgen, damit sie auch einer breiten Öffentlichkeit zugänglich sind. Wir haben seit Längerem die Prüfung des Bundesrechnungshofs in diesem Thema im Haus. Und der Bundesrechnungshof hat auch von dieser Vergabe immer gewusst und war immer wieder eingebunden. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, wenn wir über die Nutzer und die Steuerfinanzierung reden, ist doch auch eines klar. Jeder hat sein eigenes Modell zur Nutzerfinanzierung. Der eine mehr mit ökologischer Lenkungswirkung, der andere weniger. Aber Fakt ist, und das ist das Bittere an diesem Urteil, dass wir wiederum abhängig sind von der Steuerfinanzierung, und wir wollten das System umstellen in ein gerechtes System. Wer nutzt, der zahlt. Wenn ich auf meiner Heimatautobahn fahre, der A3, einer transeuropäischen Magistrale, dann zähle ich da viele, viele ausländische Kennzeichen durch.
Wie gerecht ist denn das, dass in über 20 Mitgliedstaaten der Europäischen Union Nutzerfinanzierung vorherrscht und das EuGH sich in einem sehr widersprüchlichen Urteil genau gegen dieses gerechteste System für die Infrastrukturfinanzierung ausspricht? Und wenn ich jetzt mit dem Bundesfinanzminister rede, dann wird es darum gehen, die Finanzlinie so positiv umzugestalten, dass wir weiterhin den Investitionshochlauf haben. Viele haben nach dem Urteil mir zugeschrieben, SMSen, E-Mails. Die haben gesagt, ich war immer gegen die Pkw-Maut. Aber die Einnahmeausfälle, die jetzt zu beklagen sind, schau bitte mit dem Finanzminister, dass sie möglichst schnell ausgeglichen werden, damit wir in unserem Bundesland unsere Verkehrsprojekte umsetzen können. Das eine und das andere im Widerspruch geht nicht. Zum einen gegen die Maut sein, aber zum anderen fordern, dass ja die Mittelausstattung so eminent hoch ist. Wir wollen genau es schaffen durch die Nutzerfinanzierung, dass wir ein gerechtes System machen, einen Verkehrskreislauf, einen Finanzierungskreislauf, Straße, Straße finanziert Straße. Und deswegen werde ich mit dem Bundesfinanzminister darüber reden und auch kämpfen müssen, dass die exorbitant gute Ausgangslage der Investitionen für den Verkehrsetat und das, Herr Perli, nicht nur für die Straße, sondern heute haben wir im Kabinett einen Haushalt 2020 beschlossen, der ein klares Statement für die Schiene ist und ein klares Statement für mehr Investitionen. Mein Haushalt wächst auf, darüber bin ich stolz. Und jetzt müssen wir für die Finanzplanung die 350, 320 und 380 Millionen, die wir durch dieses EuGH-Urteil jährlich verlieren, möglichst schnell auffangen und mit anderen Mitteln schließen. Das ist das Ziel in der Koalition, jetzt die Finanzausstattung für den Verkehrsetat hochzuhalten. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Nächster Redner ist für die Fraktion der AfD der Kollege Wolfgang Wiele. Sehr geehrter Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen, für die Autofahrer ist es ja eine Freude, wenn einmal die Belastung aus Steuern und Abgaben nicht zunimmt, wenn man sich darauf verlässt, dass die Kompensation über die Kfz-Steuer tatsächlich bliebe. Es fragt sich nur, ob Ihnen diese Freude auf den zweiten Blick nicht im Halse stecken bleibt und sie außerdem nur von kurzer Dauer sein wird. Auf diesen zweiten Blick ist es ja so, dass wir Deutschen die Mautdeppen Europas sind, so titelt die Bild-Zeitung. In fast allen anderen Ländern Europas berappen wir eine Maut. Und deren Bürger zahlen jetzt auch künftig auf deutschen Autobahnen keinen müden Cent. Auch wer, wie wir von der AfD, in Deutschland gar keine Maut will, stößt ja auf diesen Widerspruch. Diese anderen Länder haben selbstverständlich die Steuersystematik für ihre autofahrenden Bürger seit Jahrzehnten darauf angepasst, dass es diese zusätzliche Mautbelastung gibt. Nur wir in Deutschland dürfen eine solche Anpassung, falls wir sie denn wollten, nun aber nicht mehr vornehmen. Nur weil wir später dran sind, hat der EuGH hier mal wieder seine bekannte Neigung zugunsten eines europäischen Zentralismus ausgespielt? Oder haben Koalition und Bundesregierung mit dem Mautgesetz einfach zu hoch gepokert? Egal, das Ergebnis ist und bleibt einfach absurd. Die Freude über die ersparte Maut wird für die Autofahrer auch nur kurz sein. Das sage ich Ihnen an dieser Stelle voraus. Zu viele Geldeinsammler und Ideologen warten nämlich längst auf ihre nächste Chance. Im Gespräch mit NTV träumt eine Kollegin von der CSU von einer einheitlichen europaweiten Maut. So ist Zentralismus besonders schön, wenn er auch noch die Kassen füllt. Auf der Internetseite der CDU-CSU-Fraktion liest man, dass die Nutzerfinanzierung, wir haben es schon gehört, damit ist ja offensichtlich nichts anderes als Maut gemeint, trotz des EuGH-Urteils richtig bliebe. Nur wahrscheinlich in Zukunft eben ohne Ausgleich durch eine Senkung der Kfz-Steuer.
Einen sogenannten Finanzierungskreislauf Straße braucht dabei niemand als neue große Erfindung zu preisen. Dass die Autofahrer als Straßennutzer durch die Mineralölsteuer nämlich heute schon ein Vielfaches dessen zahlen, was für den Straßenbau von Bundesseite wieder eingebracht wird, hat mein Kollege Holm bereits trefflich beschrieben. SPD und Grüne haben sich gegen das CSU-Mautprojekt gestellt. Aber wie lange wird diese Position halten? Wenn die finanzpolitischen Lockrufe der Klimarettung zu hören sind oder gar das neue Modewort Verkehrswende erklingt. Ein paar Monate? Oder gar nur ein paar Wochen? Oder vielleicht nur ein paar Stunden, wenn ich die Frau Kollegin Lühmann richtig verstanden habe. Außerdem hat die Mautdebatte längst die Leitplanken der Autobahnen verlassen. Immer häufiger wird über eine City-Maut, also eine extra Einfahrabgabe für Städte, gesprochen. Zuletzt war das die Berliner Verkehrssenatorin Regine Günther, die den Grünen nahesteht. Auf so einem Weg wird die Zufahrt in die Städte für Arbeit, Einkauf und Freizeit noch beschwerlicher. Und im Umkehrschluss der Einkauf in den großen Zentren auf der grünen Wiese außerhalb der Städte noch attraktiver. Trotzdem versucht man, uns das als neue Lösung zu verkaufen. Hauptsache wohl, man kann die Hand aufhalten und bei den Autofahrern ein weiteres Mal abkassieren. Nein, die Freude der Autofahrer über die gefloppte Maut wird bestimmt nicht lange währen. Wie sagte Kanzlerin Merkel einmal, sie wurde schon zitiert heute, mit mir wird es keine Pkw-Maut geben. Es passiert ja wirklich selten. Aber an dieser Stelle sind wir von der AfD diejenigen, die das aus voller Überzeugung unterstützen. Mit unseren Stimmen wird es keine Pkw-Maut geben. Vielen Dank. Als nächster redet für die Fraktion der SPD der Kollege Udo Schiefner. Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Heute in dieser Aktuellen Stunde sprechen wir über die Nichteinführung der Pkw-Maut. Und ich hätte mir eigentlich, natürlich unter anderen Umständen, diese Diskussion schon im Juni 2015 gewünscht. Schon 2016 sollte die Pkw-Maut erhoben werden. Das ist über 3 Jahre her. Nach Abzug der Kontroll- und Verwaltungskosten rechnete der damalige Verkehrsminister Alexander Dobrindt mit Einnahmen von jährlich 500 Millionen Euro. Ein überzeugendes Argument war das damals bereits nicht. Der personelle und administrative Aufwand stand, wie ich finde, zu keinem Zeitpunkt in einem guten Verhältnis zum politischen Streit um dieses Symbolthema, meine Damen und Herren. Denn mit 500 Millionen Euro, um das mal ein bisschen bildlich darzustellen, können zum Beispiel 45 Kilometer Autobahn der A39 zwischen Lüneburg und Uelzen ausgebaut werden. Und nun zum Vergleich. Allein aus den Einnahmen der Kaffeesteuer könnte man die doppelte Strecke finanzieren. Doch was haben wir jetzt im Juni 2019? Statt einer 500 Millionen Einnahmen bleiben uns nur Ausgaben. Die SPD hat von Anfang an deutlich gemacht, die Pkw-Maut war nicht unser Verkehrsprojekt. Wir hatten, und dies hat Frau Lühmann eben schon erläutert, einen Koalitionsvertrag und in diesem Koalitionsvertrag vor allem sozialpolitisches Gesamtpaket durchgesetzt. Und das nennt man nicht geiselhaft, Herr Krischer, sondern das nennt man Koalitionsvertrag, den auch Sie in Ländern mit Kolleginnen und Kollegen der CDU unterschreiben. Und man lebt nun mal in der Politik, wenn man Koalition eingibt, auch von Kompromissen. Frau Lühmann hat auch eben angesprochen, die 3 Punkte, die für uns wichtig waren. Die möchte ich jetzt hier nicht noch mal nennen. Aber wir wissen, dass alle 3 Voraussetzungen nicht gemeinsam erfüllt werden. Nach dem Urteil des EuGH wäre nur noch rein theoretisch, und ich hoffe, auf die Idee kommt auch keiner, eine Pkw-Maut möglich, die die Deutschen zusätzlich belastet. Und ich kann hier für die SPD-Fraktion erklären, das
wollen wir nicht, meine Damen und Herren. Ja, ich bin ja nicht Frau Merkel. Machen Sie sich da mal keinen Kopf. Seit Beginn der Diskussion um die Maut hatten wir große Bedenken, ob die Pkw-Maut europakonform sein kann. Der damalige und der jetzige Minister haben alle unsere Einwände stets vom Tisch gewischt. Alle rechtlichen Unklarheiten auf EU-Ebene seien ausgeräumt, wurde immer wieder gesagt. Das Gegenteil war offensichtlich der Fall. Ausgeräumt und klar war nun gar nichts. Und trotzdem wurden Verträge unterschrieben. Auch hier haben wir unsere Bedenken angemeldet. Sören Barthold hat für die SPD-Bundestagsfraktion gewarnt. Unsere Warnungen wurden ignoriert. Und ich muss ganz deutlich sagen, entscheidend sind nicht Äußerungen von einem Staatsanwalt auf europäischer Ebene, sondern der Richterspruch, der getroffen wurde. Und solange der nicht da ist, besteht die Unsicherheit. Und deswegen waren die Warnungen richtig, meine Damen und Herren. Von Ihnen, Herr Minister Scheuer, erwarten wir jetzt, so wie Sie es auch heute im Ausschuss gesagt haben, eine schnelle, klare und lückenlose Darstellung aller rechtlichen und finanziellen Konsequenzen. Ich gehe davon aus, dass Sie dies auch in den nächsten Wochen und Monaten umsetzen werden. Sie sprachen eben von rein spekulativen Zahlen mit Blick auf die zu erwartenden Schadensersatzansprüche, die derzeit durch die Öffentlichkeit geistern. Nur wenn Sie das wirklich umsetzen, was Sie heute Morgen im Ausschuss gesagt haben, werden Sie solche Spekulationen vom Tisch bekommen. Und wir werden Sie dabei unterstützen. Die SPD-Bundestagsfraktion wird die Abwicklung der Pkw-Maut sachlich und konstruktiv begleiten, auch wenn man vielleicht in Reihen der Opposition jetzt vor Schadenfreude auf die Schenkel klopft. Ich glaube, das bringt uns nichts weiter. Wir müssen hier sachlich und auch vernünftig zusammenarbeiten. Sie sind am Zug, Herr Minister, das umzusetzen, was Sie heute Morgen angekündigt haben. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Nächster Redner in der Debatte ist der Kollege Christoph Meyer für die FDP. Herr Präsident, meine Damen und Herren, Herr Scheuer, Sie haben eben in Ihrer Rede die Maske fallen lassen. Die Arroganz, mit der Sie eben Richterschelte betrieben haben, ist Ihnen mit dem EuGH-Urteil auf die Füße gefallen. Sie haben hier wunderschön eben dokumentiert, was die Strategie von Ihnen war, Augen zu und durch, mit dem Kopf durch die Wand. Es muss gehen. Und genau das ist die Grundproblematik, über die wir hier bei der Pkw-Maut sprechen. Es war eine politische Entscheidung. Es war eine politische Entscheidung auf der Ebene der EU-Kommission. Die Verkehrskommissarin war damals nämlich seinerzeit klar der Auffassung, dass die Maut nicht europarechtskonform ist. Es waren Ihre Parteifreunde, die das auf europäischer Ebene durchgedrückt haben. Und genauso ist natürlich der Kompromiss in der Koalition zustande gekommen. Und genauso ist natürlich die Bewertung zustande gekommen, die im Bundesrat und auch woanders gefallen ist. Es war keine rechtliche Argumentation, sondern eine politische Argumentation. Sie haben heute sowohl im Verkehrsausschuss, im Haushaltsausschuss und auch heute hier die Chance vertan, klare Antworten zu geben. Sie haben eben nicht klar gemacht, auf welcher Informationsgrundlage Sie seinerzeit die Entscheidung getroffen haben, die Vergabeverfahren durchzuführen. Sie haben nicht klargemacht, aufgrund von welchen externen Beratungsleistungen. Sie haben es darauf zurückgezogen, dass Sie externe Beratung hatten. Wie aber die Abwägung war, konnten Sie nicht klarmachen. Und, es klang schon an bei meinen Vorrednern, es ist vollkommen unklar, wie die Kostensituation ist. Die 52 Millionen Euro, die Sie jetzt raus, oder 54 Millionen Euro, die Sie jetzt ins Schaufenster stellen, gilt vielleicht bis zum Haushaltsjahr 2019. Allein in diesem Haushaltsjahr wird es mehr Geld werden. Und die 600, 700 Millionen Euro, die im Raum stehen, wird oben drauf kommen in den nächsten Jahren. Und das ist Ihre Rechnung, das ist die Rechnung der CSU, meine Damen und Herren. Und es war interessant, sowohl im Haushaltsausschuss, auch heute haben Sie sich oder hier haben Sie sich wieder einen Ausweg offen gelassen. Sie haben eben nicht klar gesagt, dass Sie von der Idee der Pkw-Maut abrücken. Sie haben sich den Ausweg offen gelassen, die Hintertür, dass Sie Ihre verquere Idee der Nutzerfinanzierung noch mal hier auf die Agenda setzen. Und da muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen,
Das werden wir Ihnen nicht durchgehen lassen. Und dieses schrittweise Informationen hier rausgeben, ist natürlich auch wieder genau das, womit Sie das Misstrauen hier im Haus, das Misstrauen im Ausschuss weiter befeuern. Sie haben eben die 3 Seiten Rechtsgutachten zur Pkw-Maut hier gezeigt. Welcher vernünftige Minister, der sich über Risiken im Klaren ist, entscheidet denn, wenn er 3 Seiten Rechtsgutachten über mehrere Jahre in Auftrag gegeben hat, bevor endgültig das Europäische Gericht entschieden hat? Das ist doch aberwitzig. Sie beweisen doch, dass Sie genau das Risiko eingegangen sind, das Risiko gewollt haben und es Ihnen jetzt auf die Füße fällt. Und dafür tragen Sie alleine die Verantwortung. Niemand anderes, Herr Scheuer. Und wenn man den Finanzminister heute gehört hat und auch die Kollegen der SPD gehört hat, dann bin ich gespannt, wie Sie in der Tat zum einen nicht gemeinsam mit Herrn Scholz, Herr Scholz hat das sehr deutlich formuliert, er erwartet von Ihnen einen Vorschlag, aus Ihrem Haus einen Vorschlag, wie jetzt zum einen die Haushaltsrisiken aufgestellt werden, wie gegebenenfalls die Haushaltsrisiken gegenfinanziert werden und in der Tat, welche Infrastrukturprojekte nicht ausfinanziert sind. Das ist Ihre Aufgabe und auch da werden wir Sie nicht aus der Verantwortung lassen. Sie haben nun die Mautverträge gekündigt. Ich persönlich muss ganz ehrlich sagen, ich kann es nachvollziehen, dass in dieser Konstellation Sie jetzt versuchen, eine stärkere Rechtsposition aufzubauen, indem Sie noch irgendwelche Kündigungsgründe nachschieben. Das wird aber nach meiner Einschätzung nicht erfolgreich sein, sondern es zeigt eher, dass Sie krampfhaft versuchen, jetzt weitere Gründe zu finden, um eine Verhandlungsposition zu haben, welche Sie den Auftragnehmern entgegensetzen können. Und das haben wir ein Stück weit ja auch schon bei Toll Collect gesehen. Das, was oben drauf kommt auf die Rechnung, sind noch die Beratungskosten, die in den nächsten Jahren fabriziert werden. Auch da wäre eine Chance jetzt von Ihnen zu sagen, ja, ich habe einen Fehler gemacht, ja, ich übernehme die politische Verantwortung. Das wäre für den Haushalt, das wäre für uns alle allemal sinnvoller. Schlechtleistung als Kündigungsgrund kann man diskutieren. Für mich ist die abschließende Frage dabei, wenn Schlechtleistung ein Kündigungsgrund ist, wann ist Ihre Schlechtleistung hier zu bewerten und warum treten Sie nicht zurück, Herr Scheuer? Das wird auf jeden Fall das Thema sein, was uns über die Sommerpause begleitet und im Herbst dann auch wieder hier im Bundestag. Vielen Dank. Nächster Redner ist der Kollege Thomas Jarzombek für die Fraktion der CDU-CSU. Herr Präsident, meine Damen und Herren, als wir nach der Bundestagswahl im Jahr 2013 zusammengesessen haben und die Koalition verhandelt haben, da gebe ich das unumwunden zu, war ich ein großer Gegner dieser Pkw-Maut. Und es gab auch andere. Aber, meine Damen und Herren, wir haben einen Koalitionsvertrag gemacht. In der Sache ist das eben so, dass man eben auch Dinge beschließt, die nicht jedem gefallen. Aber wir haben insgesamt einen guten Koalitionsvertrag beschlossen und wir haben zur Pkw-Maut eine gemeinsame Formulierung gefunden. Und die lautet, diesem Ziel dient auch eine Ausweitung der Lkw-Maut sowie eine europarechtskonforme Pkw-Maut. So, und dann muss man sich die Frage stellen, auf diesem Pfad der europarechtskonformen Pkw-Maut, wie findet man das denn heraus? Und so interessant das ist, dass jetzt hier heute diskutiert wird über Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes, am Ende ist das übliche Verfahren in der Regierung, dass man so etwas zur Notifizierung in Brüssel anmeldet. Und genau das haben wir getan. Und diese Notifizierung war kein einfacher Prozess. Es gab dann von der EU-Kommission Zweifel. Es wurde nachgebessert. Es gab eine zweite Version des Gesetzes. Und ich zitiere jetzt aus einer Mitteilung der Kommission vom 2. Dezember 2016. Da hat die Kommissarin, die zuständige Verkehrskommissarin Bulc, die Lösung begrüßt und erklärt, die beiden Gesetze werden nach den angekündigten Änderungen gewährleisten, dass das deutsche Mautsystem mit dem EU-Recht in Einklang steht. Wir haben damit auch einen ersten großen Schritt in Richtung einer binnenmarktfreundlichen EU-weiten Maut getätigt. So, und meine Damen und Herren, ob man das Thema mag oder nicht mag, von da an war das grüne Licht aus Brüssel da. Und ich sage Ihnen das mal ganz klar. Wir können doch nicht im Deutschen Bundestag mit jedem Gesetz, was wir beschließen, erst einmal warten, bis es Urteile des EuGH oder des Bundesverfassungsgerichts gibt.
Wenn wir das tun würden, aber Sie sehen doch, bei wie vielen Gesetzen solche Urteile manchmal 5, manchmal 10 Jahre nach Inkrafttreten überhaupt erst kommen. Und wenn wir so agieren würden, dann würde der Deutsche Bundestag bei keinem Thema mehr nach vorne kommen. Und deshalb finde ich die Kritik am Bundesverkehrsminister ungerechtfertigt. Ungerechtfertigt, denn Andreas Scheuer hat das getan, was wir von ihm hier auch erwartet haben und was der Bundestag beschlossen hat. Und wir haben, das habe ich gerade vorgelesen, etwas Zweites beschlossen, und das sollte heute nicht ganz aus dem Blick verloren werden, nämlich auch die Ausweitung der Lkw-Maut. Und meine Damen und Herren, wir haben 14 Jahre Schiedsverfahren an einer Lkw-Maut gehabt, die übrigens nicht von einem Verkehrsminister, nicht mal von einer Regierung gemacht wurde, der die CDU angehörte, sondern von Rot-Grün damals. 14 Jahre lang, ich glaube, es sind sogar mehrere Schiedsgerichtsvorsitzende in diesem Verfahren dahingeschieden. Und am Ende ist Andreas Scheuer der Einzige und der Erste gewesen, der, entschuldigen Sie den unparlamentarischen Ausdruck, die Eier in der Hose hat, hier mal eine Entscheidung zu treffen. Und 3,2 Milliarden für den Bundeshaushalt am Ende herausgeholt hat, anstatt darauf abzuwarten, dass das Verfahren in Unendlichkeit ist. 3,2 Milliarden, die hier realisiert worden sind. Und beim Lkw-Maut-Thema gibt es einen zweiten Punkt. Wir haben hier im Deutschen Bundestag sehr, sehr oft über die Pkw-Maut geredet. Und so misslich die 56 Millionen Euro sind, die jetzt hier in Rede stehen. Aber wir haben damals auch beschlossen, die Lkw-Maut auszudehnen vom Autobahnnetz auf alle Bundesstraßen. Und das führt nicht nur dazu, dass wir Ausweichverkehre von Lkws vermeiden, sondern das führt auch dazu, dass wir seit dem 1.7. des letzten Jahres unsere jährlichen Einnahmen von 4,6 auf 6,6 Milliarden Euro steigern. Das heißt, wir haben 2 Milliarden mehr jedes Jahr an Einnahmen, die vollständig in die Verkehrsinfrastruktur fließen. Und das gehört zur Gesamtbeurteilung der Leistung der Regierung und des Bundesverkehrsministers genauso dazu. Und das sind sehr große Erfolge. Wir werden in der Zukunft darüber reden, wie es weitergeht. Ich sage Ihnen nur eins. Das heutige Finanzierungssystem hat auch eine soziale Komponente. Die wird oft vergessen. Und wenn vorhin Redner der AfD gefordert haben, man müsste doch die Kfz-Steuer ersetzen und ein Pickel quasi einführen, dann sage ich Ihnen nur eins, bei der Kfz-Steuer zahlt der Geringverdiener mit dem Polo 1 Liter Hubraum bedeutend weniger als der Besitzer des Mercedes S500. Das ist ein sozialer Ausgleich und der ist auch fair. In dem Augenblick, wo Sie die Kfz-Steuer streichen und eine Flatrate für alle einführen, machen Sie etwas, was Mobilität für Menschen erschweren wird, für einkommensschwache Menschen erschweren wird. Und da bin ich ausdrücklich dagegen, und das wird es mit der CDU in einer solchen Form nicht geben. Vielen Dank. Vielen Dank. Nächster Redner ist für die Fraktion der SPD der Kollege Falko Moors. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer! Mein Gesetz ist gut, daran wird kein Wort geändert. Liebe Kolleginnen und Kollegen, vielleicht wissen Sie noch, von wem dieser Satz stammt. Tatsächlich vom damaligen Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt aus dem März 2015 zur ersten Änderung des Infrastrukturabgabengesetzes. Also lange, bevor die Pkw-Maut überhaupt in Kraft gesetzt werden sollte. Heute, im Jahr 2019, wissen wir, dass diese Maut in der letzten Legislaturperiode nicht gekommen ist, zum 01.01.2016 nicht gekommen ist. Und meine Kollegin Kirsten Lühmann hat darauf hingewiesen, mit dieser Bundeskanzlerin offensichtlich auch mit dem EuGH nicht kommen wird, meine lieben Kolleginnen und Kollegen. Und das, was wir aber in der Zwischenzeit erlebt haben, hat mich manchmal doch so ein bisschen an so ein trotziges Kind erinnert, welches einen viereckigen Bauklotz bei seinem Holzspielzeug probiert, durch das sternförmige Loch zu pressen. Aber heute wissen wir konkret, dass die Pkw-Maut mit dem Urteil des EuGHs Geschichte ist. Und da muss man sagen, das Eckige passt in diesem Fall nun mal nicht durch das Loch. Und um bei den Fakten zu bleiben, feststeht nämlich auch, Herr Krischer, die SPD-Bundestagsfraktion hat während der gesamten Verhandlungen zum Koalitionsvertrag und danach klar gesagt, was wir von dieser Maut
halten und wie kritisch wir dieser Maut gegenüberstehen und dass sie nur unter ganz bestimmten Bedingungen von uns mitgetragen wird. Und zwar erstens, wenn es keine zusätzlichen finanziellen Belastungen für inländische Autofahrer gibt und wenn zweitens die europäischen Nutzerinnen und Nutzer bei uns nicht diskriminiert werden. Sie haben das in Ihrer Rede leider genauso weggewischt, diese Bedenken, die es von uns gab, wie es der Kollege Luksic getan hat. Und Herr Luksic, wo ich bei Ihnen bin, Sie haben in Ihrer Rede empfohlen, dass wir uns die FDP als Vorbild nehmen sollten. Ich sage mal was, als jemand, der aus Niedersachsen kommt, dann hätten wir übrigens weder eine Landesregierung in Niedersachsen, wo sich der Ampel entzogen haben, noch auf Bundesebene wahrscheinlich eine Bundesregierung zustande bekommen, wenn alle wie Sie sich so aus der Verantwortung genommen haben. Ich bin froh, dass wir uns kein Vorbild an Ihnen als FDP genommen haben. Und wo wir kurz im Rückblick auf die Reden von eben sind, meine Kollegen Holm und Wiele von der AfD. Vielleicht sollten Sie bei sich in der Partei und in der Fraktion auch mal für Klarheit sorgen, was Sie eigentlich von diesem Vorhaben halten. Ich habe mir den zweifelhaften Spaß gemacht und bei Ihnen auf der Seite mal nachgeguckt. Ihr Kollege Dirk Spaniel behauptet, dass der EuGH mal wieder zulasten des deutschen Staates entscheiden würde und er ist bedauert, dass diese Maut nicht kommt. In das gleiche Horn stößt übrigens Stefan Keuter, der dies ebenfalls bedauert. Gucken Sie einfach auf Ihrer eigenen Homepage nach und überlegen Sie doch einfach mal, ob das, was Sie hier eben gesagt haben, dass Sie das nämlich tatsächlich so begrüßen, ob das alles am Ende so zusammenpasst oder ob Sie nicht hier wieder neben dem typischen Euro- und EuGH-Gerichtspopulismus und Bashing eigentlich für sich selber Ihre Position geklärt haben, Kolleginnen und Kollegen von der AfD. Besonders problematisch erscheint mir übrigens, dass, es wurde angesprochen, obwohl die Klagen aus Österreich und den Niederlanden bereits vorlagen, das Konsortium mit der technischen Vorbereitung beauftragt wurde und die Warnungen an der Stelle ignoriert wurden. Das stellt uns jetzt am Ende vor zwei konkrete Probleme. Wir müssen dringend klären, in welcher Höhe tatsächlich Vertragsstrafen anfallen. Hier brauchen wir die heute Morgen zugesagte Transparenz. Und das zügig. Und zweitens muss dringend geklärt werden, wie das entstandene Loch in Ihrem Haushalt, Herr Scheuer, zu stopfen ist. Und um mal in dem Bild des trotzigen Kindes zu bleiben, was nicht funktioniert, ist wie das kleine Kind, dem das Spielzeug weggenommen wurde, dann zu Papa Olaf, dem Finanzminister, zu laufen und zu jammern, man möchte mehr Geld dafür haben. Herr Scheuer, als Minister erwarte ich schon von Ihnen, dass Sie aus Ihrem Haushalt, aus Ihrem Etat dort Lösungsvorschläge bringen, wie wir genau diese Finanzierung am Ende sicherstellen können. Und dann können wir darüber weiter diskutieren. Also, Fakt ist, das Wunschprojekt einiger, der Pkw-Maut, wird nicht kommen. Es ist gescheitert. Mein Verhältnis zur Regierung ist an der Stelle absolut ungetrübt. Wir haben einen Koalitionsvertrag, Herr Kollege. Und im Gegensatz zu Ihnen übernehmen wir Verantwortung und bashen nicht nur Gerichte, bashen nicht nur Minderheiten. Wir übernehmen Verantwortung. Ich bin froh, dass Sie das übrigens nicht tun in diesem Land. Und dabei wird es hoffentlich auch bleiben. Also, meine Damen und Herren, die Pkw-Maut wird in dieser Form nicht kommen. Mit uns nicht, mit dem EuGH nicht. Und das ist gut. In dem Sinne, alles Gute noch, meine Damen und Herren. Vielen Dank. Letzter Redner in der Debatte ist der Kollege Karl Hohmeier für die Fraktion der CDU-CSU. Sehr verehrter Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die im Deutschen Bundestag beschlossene Infrastrukturabgabe oder Pkw-Maut ist leider durch den Europäischen Gerichtshof gescheitert. Man muss dieses Urteil akzeptieren. Verstehen muss man es nicht. Das Kernanliegen bei der Pkw-Maut war der Wechsel von der Steuerfinanzierung hin zur Nutzerfinanzierung. Ein guter und ein richtiger Weg, denn es geht vor allem auch um Gerechtigkeit. Derjenige, der die Straße benutzt, sollte auch die Kosten für Bau und Instandhaltung tragen. Die Lkw-Maut war der erste Schritt in Richtung Nutzerfinanzierung in der Infrastruktur. Die Pkw-Maut, meine Damen und Herren, wäre jetzt ein weiterer Schritt zu mehr Gerechtigkeit gewesen. Deutschland ist ein Transitland in der Mitte Europas. Alle ausländischen Pkw-Nutzer sowie Lkw bis 7,5 Tonnen
benutzen unsere Straßen kostenlos. Die Kosten für Instandhaltung und Bau trägt zum großen Teil damit der Steuerzahler. Es wäre nur gerecht, wenn ausländische Nutzer sich an der Finanzierung unserer Straßen ebenfalls beteiligen. In den umliegenden Staaten ist das selbstverständlich. Wir zahlen Maut in Österreich, in der Schweiz, in Frankreich, in Italien, in Tschechien und in vielen weiteren europäischen Staaten. Die Nichtumsetzung der PKW-Maut bedeutet jetzt für uns ein Verzicht auf eine konjunkturunabhängige Finanzierung unserer Infrastruktur, ein Verzicht auf eine größere Unabhängigkeit vom Bundeshaushalt und ein Verzicht auf eine größere Planungssicherheit bei der Finanzierung unserer Verkehrsinfrastruktur. Meine Damen und Herren, das Gericht verweist in seinem Urteil auf den angeblichen Verstoß gegen den freien Verkehr von Waren und Dienstleistungen. Diese Einschätzung ist für mich ein Rätsel. Gerade in Österreich ist die Einschränkung des freien Personen- und Warenverkehrs gängige Praxis. Die Blockabfertigungen und Straßensperrungen greift Österreich massiv in die Freiheit des Verkehrs ein. Hier wird mit zweierlei Maß gemessen. Das Gericht sagt, die Entlastung deutscher Autofahrer über die Kfz-Steuer sei diskriminierend. Österreich hat 1997 die Maut eingeführt. Gleichzeitig entlastete Österreich den einheimischen Autofahrer mit einer Erhöhung der Pendlerpauschale. Auch hier wird mit zweierlei Maß gemessen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Grünen haben übrigens nicht nur im Bundesrat der Maut zugestimmt, sie haben auch bei den Jamaika-Verhandlungen die Umsetzung der Maut akzeptiert. Also braucht es euch nicht aufregen. Für uns war entscheidend, dass der deutsche Autofahrer nicht zusätzlich belastet wird. Deswegen war und ist es eine finanzielle Entlastung als Ausgleich für die Maut ist richtig. Meine Damen und Herren, das Urteil ist gesprochen. Wir werden uns dem fügen. Jetzt müssen wir aber den Blick nach vorne richten. Die Diskussion über eine Art von Nutzerfinanzierung wird sicherlich weitergehen. Ich bin zuversichtlich, dass wir eine Lösung finden, die unsere Infrastruktur auf eine solide finanzielle Basis in Zukunft stellt. Dabei müssen wir in besonderer Weise den ländlichen Raum im Auge behalten. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Ich beende deshalb die Aktuelle Stunde. Wir sind damit am Schluss unserer heutigen Tagesordnung. Ich berufe die nächste Sitzung des Deutschen Bundestages ein auf morgen Donnerstag, den 27. Juni 2019, 9 Uhr. Die Sitzung ist geschlossen.